Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Big L Fishing Channel. Wie ihr seht, bekanntes Gesicht neben mir. Mein guter Freund David ist heute am Start. In 10 Minuten treffen wir uns auch mit Big Fish Kevin an der Slippe. Und ich muss sagen, in der Vergangenheit, wir als Trio haben schon oft gut agiert. Mhm. Die Schonzeit steht vor der Tür. Wir wollen jetzt noch ein letztes Mal fett abgreifen. Was wollen wir heute machen? Eigentlich alles mal versuchen, aber hauptsächlich natürlich einen dicken Barsch. Ne? Ja. Die beißen wohl ganz gut. Dicke Barsche, das ist, ich sag jetzt mal, das primäre Ziel. Aber ich sag jetzt mal, generell will ich noch mal richtig schön meine Angellust befriedigen, bevor es dann quasi in die Schonzeit geht. Ich würde sagen, wir beeilen uns. Fahrt Kevin wartet Lippe. Schon. Kevin wartet schon. Und dann machen wir einen Kriegsplan, wo, wie, was wir heute so machen. Auf geht's. Schnell. Ich weiß ja nicht, wer immer so hektisch stresst und dann wieder der Letzte ist. Ich hab meinen Fuß vergessen. Guten Morgen. Guten Morgen. Alles klar? Es geht. Alles wird mal. Gut geschlafen? Ey, super. Super. Das, der hat den Gang doch nicht gehabt. Ja, aber der nein, hat, nein, der hat beim Anmachen ist der Gang, glaube ich, reingegangen. Weil ja. Luis hat den Motor gestartet und dann hast du gehört, so auf einmal so, der wollte angehen und ist danach wie so versoffen. Und ich habe so gesagt, ja, der Motor ist versoffen, irgendwie ganz komisch. Der hat so aus. Okay. Ja, und dann, ja, ich habe gestartet und dann ja, beim Starten ausgegangen und ich so, fuck. Und dann ging er nicht mehr an. Ich so, fuck, was ist hier los, Alter? Und es war schon dunkel, wir waren 4 Kilometer entfernt. Und Luis so, ja gut, dann müssen wir jetzt mit den E-Motor fahren. Schon eingenordet, wir fahren und dann die ganze Zeit geguckt. Ich so, das kann doch nicht sein. Hinter Motor geguckt, nix, dann da nochmal Knöpfe gedrückt, geht auch nicht. Keine Ahnung. Und irgendwann gucke ich so, hä? Ey, der Gang war drin. So, wir sind jetzt am ersten Spot angekommen. Kevin ist heute mit am Start. Ja, du weißt Bescheid, wir wollen ein bisschen heute im Flachwasser angeln, hauptsächlich auf Barsch, deswegen bist du natürlich der Richtige dafür, für diese kleine Mission. Wir haben uns gerade schon so ein bisschen abgesprochen, wir werden natürlich mit unterschiedlichen Techniken heute starten, um zu gucken, was heute den Erfolg bringt. Kevin, hast du vor? Ja, ich starte mit Nedrig, schon mit dem Krabby Louie, 7,5 cm. Chili and Truffle ist erstmal meine erste Wahl. Okay. Ja, ich mache den Start mit einem Shad, der King Louie in 10 cm, an einem 3-Gramm-Kopf, weil wir hier sehr flach fischen. Und David ist hinten mit dem Zerik unterwegs. Ich bin schon am Angeln. Da kann man nichts verkehrt machen, Zerik geht immer. Und ja, wir starten jetzt. Wir fischen jetzt hier an dem Spot eine Unterwasserbuhne ab, viele Steine. Wir hatten, ja, wir haben schon gerade gesehen, hier sind viele Fische unterwegs, auch Futterfisch. Und schauen wir mal, ob auch ein paar Barsche hier stehen, die Bock haben auf Frühstück. Auf geht's. Das ist schönes Angeln. Hier ist schon warm. Fisch on! Klein. Ich weiß noch nicht, was es ist. Es war nach dem Auswurf. Sepp! Oder Barsch? Barsch! Jung!
Jumba, you much blit. Jumba, you much. Alter, Junge, was ist das? Koffer, Alter. Ey, Mission complete, wir können wieder nach Hause fahren. Alter, geil. Junge, was für eine fette Murmel, danke dir. Mann, Koffer, Alter. Freunde. Alter, was für eine Maschine. Was für eine Maschine, Junge. Perchzilla, 3 Gramm Kopf. Erste Absinkphase. Gerade reingeworfen. Boop. Was für ein Schweinchen. Was für ein Fisch. Guckt euch mal diesen Fisch an. Da sieht man den Köder. Der Perchzilla in 10 cm. Barsch frisst Barsch. Hammer. 49. 49er Barsch. Ja. Alter, was für eine Klamotte. Was für eine Klamotte. Was denn? Oh, fuck, da ist ein bisschen. Fuck. Alles richtig gemacht. Ja. Die Spezies, die wir beim Barschangeln sehr lieben, ne? Gut, jetzt Kevin hat ihn ja schon mal weggefangen hier an der Stelle. Ja. Aber ich sehe, du hast auch eine Titanspitze dran, ne? Ja, in dem Gewässer auf jeden Fall ein Muss. Und tschüss. Und jetzt wegbleiben hier. Ab die Post. Müssen wir jetzt die Aufnahme löschen, weil das so ein kleiner Hecht war? Kevin? Was denn? Brauchst du nichts löschen. Kommt nur nicht auf Instagram. Alles klar. Falls ihr den Instagram-Account von Kevin kennt, Big Fish Kevin heißt er, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass Kevin nur mit großen Fischen zu sehen ist. Es ist verboten, ihn zu fotografieren mit Hechten unter 1 Meter oder mit Zandern unter, weiß nicht, 80 Zentimetern. So was gibt's nicht. Das ist natürlich alles nur Spaß. Ne? Wir müssen das Mythos weiterführen. Also man muss wirklich sagen, das ist total selten, dass das Gewässer so glatt ist wie heute. Aber ist doch herrlich, oder? Normalerweise schaukelt das hier immer auf dem Gewässer, immer. Ja. Super Bedingungen zum Angeln. Ob die Fische das auch geil finden, das ist heute die Frage. Naja, aber einen haben wir ja schon, einen schönen. Einen haben wir schon. Ich zähle das ja immer als wir, aber Louis sagt immer ich. Ist aber nicht schlimm. Den nächsten Fisch darfst du mal halten oder streichen. Am Ende des Tages werden die Toten gezählt. Ja. Bei dir brauche ich nicht lange zählen, Alter. Da, da, jetzt pass auf, der Wurf. Hat schon wieder Biss gehabt. Oder Stein. Lieber einmal mehr anhauen, als einmal zu wenig. Oh yes. Jetzt wird wieder aus. Kevin. Wieder Hecht. Wieder Hecht? Ja. Das ist kein gutes Omen heute. Ja, wieder so ein kleiner Spritzer. Wäre einer von euch so lieb, um mir die Zange mal eben reichen? Wir haken mal den. Ich dachte, er fragt, ist einer so lieb von euch und kann den mal abhaken für mich? Ja, das wäre noch besser, ne? Aber das kriegen wir noch selber hin. Diesmal auf dem Schotterbeet mit einem 10 cm Krabby. Gleiche Farbe wie vorhin. Ja, hoffen wir mal, dass jetzt die Barsche Bock drauf haben. Wird der Tag der Hechte für mich hier. Also super, hauptsache schon mal Fisch. Ja, sicher. Hä? Ja, Fisch. Ah. Jetzt geht's los. Was sagst du?
Weiß nicht. Könnte Barsch sein. Ja? Oder auch ein kleiner Hecht. Gerade noch gesagt, ich muss mich auch mal entschneidern. Aber das fühlt sich nach Hecht an. Der kommt hier links hoch. Aber können wir den trotzdem keschern, weil ich habe keine... Ne, Barsch, Barsch, Barsch. Das ist ein Barsch. Sehr gut. Gerade die Farbe gewechselt, der allererste Wurf. Stimmt! Mit Space Shrimp. What else? Und da ist der. Sehr schön. Boah. Sauber. Super Maschine. Boah, geil. Boah, ist der blass, ne? Ja. Mit super vielen Punkten drauf. Sehr gut. Den messen wir mal einmal schnell. Der Köder. Wirklich der allererste Wurf. Vielleicht habe ich jetzt die Farbe gefunden. Jetzt brauche ich einmal schnell die Scale und dann... Die gebe ich dir. So. Boah, ist der fett. So schöne Tiere. Okay, dann haben wir hier... Zack, 43. Aber voll... Kugel. So dick. Kugelrund. Schönes Ding. Boah, der geht schwimmen. Das macht Spaß, das macht Spaß. Ja, gut, nee, aber das ist ganz kurz noch. Voll gut. Oh, yeah! Das ist sauber. Juhu! Zirkel. Zirkel ist super heute. Das Gute ist, dass der uns die ganzen Hechte wegfängt und so haben wir weniger Arbeit. Ich halte die schön von euch fern, ja, da vorne, ja. Alter. Direkt vom Boot, ey. Da. Da Biss. Weg. Ich hab einen Biss. Ja? Ja, ich hab einen Biss. Ja. Geil. Gerade mehrfach einen Anfasser gehabt. Ich habe das immer gemerkt, wie er den Köder genommen hat, wieder losgelassen hat. Da habe ich immer wieder liegen lassen. Oh, ein Zander. Ein kleiner Zetti. Ach, crazy. Ja, ich würde sagen, das Boot hat Hattrick voll, ne? So. Ich fange jetzt mal an zu cheaten, weil wir natürlich gesagt haben, wer den kleinsten Fisch fängt. Und Luis hat jetzt, was hast du? Dein Barsch war 49, ne? Ja. So, ich den kleinsten Barsch. Nee, hast du nicht gesagt. Du hast nur gesagt, wer den kleinsten Fisch fängt. So, schnell messen einmal. Dann bin ich ja schon mal ganz weit vorne. Du hast ihn nicht gemessen. Das stimmt auch. So. Der kleinste Barsch zahlt das Abendessen. So, 51. Beweis 51. Gut. Ich bin schon mal nicht der Kleinste heute. Zack. Alles rein. Das war so Blödsinn. Was denn? Du hast gesagt, wer den kleinsten Fisch fängt. Kevin hat noch nicht gemessen. Barsch habe ich gesagt. Easy. Ich führe. Ich führe. Kein Problem, Männers. Guck mal, wie der echt wieder nach Ausreden sucht, ne? Damit er nicht zahlen muss. Ja, Fisch. Hast du gesehen, ich bin erstmal am Stein hängen geblieben. Da ist der nächste und das fühlt sich nach Barsch an. Ja? Ja, das fühlt sich nach Barsch an. Gut, ich habe den Kescher. Das fühlt sich nach Barsch an. Oh yes. Oh yes. Komm nicht. Komm langsam hoch, Baby. Yo, oh, Maschine. Was für eine Maschine! Oh, Alter, ist das ein Klopper. Space Shrimp. Schon wieder. Also ich glaube, ich habe die Farbe für heute gefunden. Ich wechsle gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist er. Boah, ist das ein Klopper. Okay, Leute. Guckt euch mal die Kanone an. Alter, ist das ein Barsch. Aber das Komische ist, wir haben hier an der Stelle irgendwie ganz viele schwarze Punkte.
Boah, das ist richtig. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob ich zahlen muss oder nicht. Ich würde sagen, der hat 50. Ja, definitiv. Der hat 50. Boah, Alter. Da ist der Fuffi. Petri-Maschine. Mega. Das ist ein schöner Fisch, oder? Boah, und fett. Richtig cool. Gut, der geht wieder schwimmen. Das macht Spaß, das macht Spaß. Herrlich. Die sind einfach unfassbar schön, die Tiere. Boah. Geil! Da gibt's ja zu lachen. Ha? Was macht die schon wieder? Nix. Sag ich dir nicht. Musst du die Folge angucken. So, hinten geht's weiter. Alle sind am Knoten. Jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Platz für mich hier. Jetzt habe ich die Pole Position. Jetzt kann ich hinwerfen, wo ich will. Mit drei Mann hier vorne ist immer schön kuschelig. Ist immer gut, wenn die da hinten stehen. Jetzt hänge ich aber auch. Nein! Oh Mann! Das ist natürlich gefährlich, ne? Zwischen den Steinen zu angeln. Kommst du auch Knoten? Ich komme auch gleich zu euch. Außer der Geigenspieler klappt jetzt wieder. Oh, ne, das ist ein schlechtes Lied. Oh, oh. Oh, komm mal bitte. Oh, ne, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Ich komme. Oh! Da, ah, ich hab'n. Sehr gut. Ja? Ja. Oh ja. Der hängt was? Diesmal was? Sollte er hängen. Echt? Ja, fühlt sich an. Der sieht länglich aus auf dem Megalife. Hört auf. Ich habe extra schon Zerik genommen. Ah, ist ein guter Hecht. Nein, Quatsch. Ah, ja, der zappelt schon gut, ey. Zappelt gut? Barsch sein, ja. Da ist er. Ja, dicker Barsch. Ja. Jawoll. Ah, ist der dick. Junge. Endlich. Alle kurz vorm Platzen hier. Sauermaschine. Sauber. Ja, schöner Tag, ey. Oh, oh. Snitchy die Fungi. Was sehe ich denn da? Da war jemand an den Prototypfarben dran, ne? Richtig schön. Oh, die Farbe ist gut. Der ist über 50. Der ist lang. Der ist lang auf jeden Fall. Da ist er auch. Endlich der erste Barsch für mich. Boah. Ah. Dickes Ding. Geil. Der Köder noch der Prototyp. Genau, den habe ich mir aus Louis seiner Box geklaut. Das ist immer schön, ne? Glaube ich auch der letzte. Ist das so? Snitchy die Fungi. Ja. Boah, der hat den aber auch. Ja, mal. Nach den ganzen Hechten. Ja, endlich mal, ne? Der Barsch. So, ja. Der Köder. Richtig geil, schon mit den blauen Flakes. Von unten ein bisschen was heller gehalten. Richtig gut. Ach komm, wir legen jetzt mal kurz auf das Geld. Dick sind sie alle. Aber der hat 47,5. Ja. Boah, aber schön guck dick. Mal. Die sind rappelvoll. Das sind halt schöne Tiere, weil die roten Flossen dabei. Wahnsinn. So, dann geht der Gute natürlich auch sofort zurück. Und da geht er. Schöner Fisch. Ach, schön, geil. Oder? Geil. Petri. Danke. Herrlich. Also ich würde sagen, jeder hat seinen dicken Barsch. Ja, das Mama. Läuft ja wie geplant. Ja. Jetzt fehlt ja nur noch eigentlich... Ja, gut, Hechte hatten wir ja auch schon, ne? Mehr als genug. Was machen wir jetzt? Das war mehr Eschen? Mehr Eschen? Was haben wir hier noch? Kleine Robben oder so fangen? Scholle. Oder? Scholle, ja, so soll sie geben. Hm? Paar Heringe angeln oder sowas.
So, wir haben jetzt mal den Spot gewechselt. Es ist heute echt ein Ententeich. Man sieht auch sehr, sehr viele Boote heute auf dem Wasser. Wir haben jetzt ein bisschen die Taktik geändert, nachdem wir wirklich lange noch weiter mit Krebs geangelt haben und keine Fische mehr gefangen haben, dass wir jetzt ein bisschen Strecke machen. Versuchen, aktive Fische zu finden. Oder ein Hecht oder ein Zander. Wir angeln jetzt ein bisschen im Flachwasser. Wir haben jetzt alle Twitch-Baits drauf. Und mal gucken, ob wir vielleicht noch einen schönen Barsch erwischen. Jetzt müssen wir uns hier nur an den ganzen Booten hier vorbei angeln. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hostile, trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. I might crash cause a good die young. Get a good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Barsch. Ja. Zielfisch. Jawohl. Geil. Hat sich der Taktikwechsel doch gelohnt. Oh, sehr, sehr schön. Kann er. Das kann er halt, ne? Twitchen. Boah. Schöner Fisch. Schöner Biss. So, also Barsch geht noch, Freunde. Schon mal ein gutes Zeichen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann fahren wir mal weiter, oder? Da ist der Nächste. Komm, Baby. Heil mit dir. Dann hat er doch komplett Wolli genommen. Boah. Jawohl. Boah. Da ist der. Der sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Boah, da war auch ein knallharter Biss. Sehr schön. Das ist immer gefährlich. Ha? Du wolltest schon abhauen. Ach ja. Lass uns woanders hinfahren, ich habe kein Vertrauen in die Stelle. Ja, man muss ja immer ein bisschen meckern, bis dann wieder der eine Fisch kommt. Boah. Sehr geil. Das ist der nächste Barsch. Ja, 48, darf ich mal sagen. Petri. Schöner Barsch. So. Und tschüss, kleiner Mann. Boah, er war jetzt lange zäh. Wir haben echt viel probiert. Aber jetzt haben wir eine Stelle gefunden, wo wir vielleicht noch ein paar bekommen. Mal schauen. So, da die letzten zwei Fische auf Twitchbait kamen, einmal kurz zur Führung. Es ist eigentlich ziemlich simpel. Man versucht, den Köder über kleine Impulse, über die Rutenspitze zum Ausbrechen zu bringen. Dadurch springt er schön durchs Wasser, der Köder ist suspending, das heißt, er bleibt dann schön stehen auf der Stelle und treibt nicht ab oder auf. Und es ist wichtig bei dieser Angelei, dass man kein schweres Vorfach benutzt, damit man auch diese Schwimmeigenschaften beibehält und ja, der Köder dann nicht absinkt, weil das Stahlvorfach zum Beispiel zu schwer ist. Ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, eine kleine Titanspitze vorzumontieren, gerade in diesen Gewässern kann man auch oft mit
Hechten rechnen als Beifang. Die schnappen sich auch so einen kleinen Köder. Und ja, die Impulse, die sind relativ klein. Einmal demonstriert, das sind wirklich so kleine Impulse, die ich gebe, quasi in die lose Schnur. Die überschüssige Schnur oder die schlaffe Schnur, die kurbel ich dann ein und animiere mit zwei kleinen Sprüngen. Oh, Fisch schon! Oh! Das ist ein Barsch. Ja. Das ist ein Barsch. Ja. Das ist ein Barsch. Ja, ich würde sagen, super erklärt. Ja. Hä? Come on, wow. Geil, guck mal, wie das geil. Da ist er. Ja, ich würde sagen, top erklärt. Ja. Einmal kurz vor. Also ganz easy. Ja. Auswerfen, kleinen Schlenzer, so ein bisschen. Zweimal. So ein bisschen in die lose Schnur schlagen. Das hat doch funktioniert wie im Bilderbuch, würde ich mal behaupten. Boah. Guter Barsch. Das ist unfassbar, wie fett die sind, ne? Ey. Boah, der ist schwer, Freunde. Boah, geil, ne? Mit den roten Flossen. Das ist ein schwerer Barsch. Der nächste Fisch. Doppeldrill. Haben wir den Anker drinne? Ja. Dann nehmen wir einfach mal den großen Kescher, würde ich sagen. Doppeldrill, ich glaub's nicht. Die Barsche drehen durch. Und hier so eine Klamotte gerade im Kescher. Ja. Oh, da ist er. Ja, der nächste. Geil, Männer. Sauber. Das gibt's noch nicht. Der nächste. Die Barsche drehen durch. Hammer. Geil. Richtig cool. Oh, geil. Jetzt hat's bei mir auch noch mal geklappt. Diesmal schön auf dem Skirte-Jig mit einem 7,5er Krabby Louie. Das ist diesmal eine Sonderfarbe. Ich glaube, die habe ich mal aus der Better Fishing Box oder so gehabt. Da hattest du mal, glaube ich, in Kooperation mal was gemacht. Ah, ja, ja. Mit so Glitzerflakes. Habe ich mir gedacht, bei der Sonne jetzt hat nicht lange gedauert. Ich komme mal zu dir. Ja, komm mal zu mir. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Wer hat den längeren, Kevin, von uns? Meiner ist hier im Kescher, dann misst dein zuerst. So, Köder ist raus. Dann legen wir den mal drauf. Und was hat er? 48,5. 48,5? Genau. Komm, dann lege ich mal meinen direkt auch drauf. Ja. Ah. Stümmelschwänzchen hier. Da hat irgendjemand dran geknabbert. Da sind. Ah, berührt gerade die 47. Okay. Also ist damit bewiesen, dass ich einen längeren habe. Geil. Ey. Beim Barschangeln auf jeden Fall. Hammer. Ja, geil. Auf die Plätze! Los! So, Barschrennen. Und tschüss. Schwimm! Schwimm! Gib ja. Gas, Junge! Hinterher. Dann ist sogar schneller. Geil, Junge. Mega. Geile Action. Gut gemacht, Mann. Das ist doch Barschangeln, wie man es sich vorstellt. Ja? Schönes Wetter, Ententeich, Sonne scheint. Einzige, der Jig, twitchen kann jeder. Wie twitchen kann jeder? Ja, das ist halt immer der Neid. Ne? Ja, twitchen kann jeder. Also, wie viele Fische haben wir denn jetzt überhaupt gefangen? Wo steht die Uhr? Ich habe 3. Ich hab 2. Ja! Also ich würde sagen, Kevin, du musst noch nachziehen. Ich gebe mein Bestes. Dann haben wir heute hier eine Folge im Kasten. Man muss Kevin immer so ein bisschen unter Zugzwang packen. Ich bin gerade in meinem Kopf einmal durchgegangen, ob wir alles im Kasten haben für eine gute Folge. Ich habe so eine kleine Checkliste und ich weiß, wenn zum Beispiel der Big Fish Flachmann rauskommt in einer Folge, dann war es natürlich eine gute Folge. Dann haben wir nämlich einen großen Fisch gefangen. Und da ist mir aufgefallen, dass wir heute gar nicht auf den Fuffi angestoßen haben, David. Stimmt. Das war dein erster Fuffi dieses Jahr, oder nicht? Ja, und mich wundert eigentlich, dass wir jetzt überhaupt noch Fische gefangen haben. Ja, eigentlich ist. Ohne dass wir was getrunken haben. Eigentlich ist es sehr fahrlässig, wenn man diese Tradition bricht. Aber es ist heute nochmal gut gegangen. Aber damit wir Petrus nicht verärgern, würde ich mal sagen, ganz schnell nachholen. Das ist gut. So. Aber sei bei mir nicht zu geizig, ne? Ich muss heute nicht mehr fahren. Ja, komm. So. Ja. voller ging nicht. Oh, den habe ich mir verdient. Oh, fuck. Oh, nee. So. Große. Ach, herrlich. So, ich,
Ich gönne mir dann heute den. Ja, cheers. Den großen. Männer, auf den schönen Angeltag. Ja. Vielleicht kommen wir ja noch. Also wir haben jetzt 16 Uhr. Ich würde mal sagen, so eine Stunde kann man ja noch angeln, oder? Ja, locker. Stunde ziehen wir noch durch. Also, auf die nächsten großen Fische. Cheers. Und heute Nacht noch mal einen schönen fetten Zander rein. Ja. Fisch. Ich wollte jetzt den ersten Wurf machen. Aber klappt nicht. Ich glaube, das war ein Hecht. Oder? Deswegen Zander. Zetti. Willst du den keschern oder willst du den? Nee, ich nehme den mit der Hand. Ja. Oh, das ist aber gefährlich. Fisch ab. War Fisch drauf. Geil. Ja, ein schöner Zander. Jetzt. Ja, Fisch. Nächster. Ja, der nächste. Geil. Gut. Der hat nochmal gepackt. Ich habe wieder sinken lassen. Der Zander, der geht schnell schwimmen, damit wir den Kescher haben. So, ciao, kleiner Mann. Ja, ein bisschen Druck ausgeübt, ne? Kevin, der Druck, liefern. Der Druck hat wieder Wunder bewirkt. Yes. Jawohl! Boah, wieder so ein Koffer, Alter. Junge, geil. So langsam. Warte, noch einen, ne? Dann haben wir die 10. Ne, 9 sind wir jetzt. Jetzt sind wir bei 9, ja. Boah, ist der fett. Er kam wieder auf den Skirt. Mit den 7,5er Krabby Louie. Ja, und ist wieder ein ordentlicher, schöner, dicker Moppet. Oh. Da ist er. Junge, Junge. Schöner Fisch. So, was hat der jetzt? Knappe 48, 47,5. Super. Aber kugelrund. So, geht der Gute natürlich auch sofort zurück. Da geht er. Sehr geil. So, ja. Ist ja die Frage. Moment. Es hieß noch einer. Es hieß noch einer. Was ich warte jetzt noch. Warte. Ich warte nur auf diesen Einsatz. Ja, sag, wie viele jetzt noch? Ein Fisch, zweistellig. Ich will, das war mir klar. Das war klar. Der kriegt nie genug. Weißt du, dann angelt man schon den ganzen Tag. Man kämpft und immer so. Einer noch. Einer noch. Dann haben wir wieder einen. Einer. Der wenn letzte. Wenn jeder drei hätte, ja, dann wäre das super. Der Hammer. Ja. Ah ja, richtig gieriger, weißt du. Kann nicht aufhören. Ist der Absaufisch. Ich glaube, mit der Nummer 10. Ja, hat sich erledigt. Gerade noch gesagt, wie viele brauchen wir noch? Einen. Druck braucht der Junge, aber, Druck. Aber gleich geht's wieder los. Junge, da gleich. Ist er der Nächste. Ich glaube es nicht. Da ist er drinne. So, Nummer 10. Ja. Video aber, fertig. Aber jetzt musst du noch mal fragen. Frag mal noch mal. So, noch mal fragen. Luis. Ich noch einen. Dann feiern. Zum Köder brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Ist immer noch der gleiche. Luis kriegt irgendwann so eine Statue. So. Eine noch. Oh. Ja, macht aber uns ein bisschen den Schnitt kaputt heute. So klein? Ja, die ist ein kleiner. Aber trotzdem super schöner Fisch. Den brauchen wir heute dann nicht messen. Wir haben ja heute schon einige gute Barsche gefangen. Also geht er sofort zurück. Ja. Ja, Nummer 10 ist damit auch abgehakt. So, wir machen jetzt Schicht an diesem Punkt. Ich würde sagen, wir dürfen uns nicht beschweren. Es war heute ein eigentlich taffer Tag.
die Bedingung. Mit sehr, sehr viel Sonne. Also wir hatten heute einen ganzen Tag Sonne. Sehr viel Sonne, Ententeich. Ja. Eigentlich nicht die perfekten Bedingungen zum Angeln, aber was sagt ihr? Ja, ich würde sagen, den perfekten Code gab es heute nicht. Wir haben verschiedene Techniken gefischt. Ich habe zum Beispiel auf einen Rubber Jig gefangen. Zerik lief heute gut, Twitchbait lief heute gut. Jig. Ja. Ne? Auch noch. Also eine bunte Tüte. Heute war wieder das Motto, flexibel bleiben und vor allem nicht nur an einer Stelle stehen bleiben. Das haben wir gemerkt. Die Fische sind am Ziehen. Wir mussten denen quasi ein bisschen hinterherfahren, immer gucken, wo können wir uns nochmal einen Fisch abgreifen. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Ich würde sagen, zum Schluss machen wir noch ein kleines Gewinnspiel. Unter allen Kommentaren unter diesem Video verlosen wir diese Route. Und es ist nicht die von David, nicht deine. Wir geben euch natürlich eine neue. Einfach einen Kommentar da lassen und ihr seid automatisch im Lostopf mit dabei. Der Gewinner wird dann in der Videobeschreibung von der nächsten Folge dann bekannt gegeben. Wir machen Schicht. Bis zum nächsten Mal. Peace.